Internet und YouTube zurück bei Borderlands 2. Ich muss mit, was? Crimson Rider sprechen und ich darf nicht vergessen, Ladesequenzen der Aufnahme stoppen und dann wieder aufnehmen. Ich denke, dass es damit zu tun hat. Es tut mir leid. Ich bin nur beim Rennen durchgegangen, da waren alle Bilder da, aber natürlich, ja. Habe ich nicht den Sender gewechselt letztens? Shut up. Crimson Rider, wo zum Henker? Es ist noch immer niemand zu Hause. Lady, das habe ich doch gemacht. Achso, ist ja, wieder eingefahren worden, weil es nichts. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Ja? Wir gewinnen gegen Hyperion. Was hast du da für mich? Was hast du da für mich? Schlüssel zur Kommandozentrale, Mission, bla bla bla. Merci. Aufschließen. Mit einem Kammerjäger an unserer Seite kann uns nichts aufhalten. Mit mir an deiner Seite seid ihr alle verloren. Wahnsinn, 160 Erfahrungspunkte für eine Tür. Hey Baby, gib mir das. Belohnung. Ein Waffenausrüstungsslot. Mhm. Erhöht die Anzahl. Ja, Gott sei Dank. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Aha. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Gott. Gott, und sie gehört auch mir? Gehörst du zur Einrichtung? Glücklicherweise bin ich im Moment nicht auf deine Hilfe angewiesen. Ich sehe, wir werden uns blenden verstehen. Safe. Ich habe also einen Safe, wo ich meine Sachen... What the... So eine Waschmaschine hätte ich auch gerne. Wo Geld drin liegt. Im Schleudergang noch ein paar Tausender mehr. Gehen wir mal nach oben. Sehen uns das Ganze an. Okidoke, I understand überhaupt nothing. Okay. Enter auswählen. What? I understand. Holen? Ach so. Was? Warte. Was tue ich rein? I have no idea. Das ist ja mal wieder nichts Neues. Jacobs. Brauche ich den Mist? Aber hier ist der... Schaden. Was verwende ich denn überhaupt nicht? Bis jetzt. Den hier. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk? Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Geh zum Frostburn. Okay, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Nur Mist, den ich wahrscheinlich nicht nehmen sollte. Gut, dann passt ja alles. Das, was ich reingelegt habe, brauche ich wahrscheinlich in 5 Minuten. Ich kann mich halt schwer von meinen Sachen trennen. Das sieht auch alles sehr wunderbar aus. Da habe ich 2 Rufzeichen. Die schweben hier einfach so rum. Tun nichts. Missionen, I know.
Meine Forschungen laufen wie geschmiert. Trotz meiner Psychosen. Deine Hilfe ist nicht nötig. Schade. Ich hätte dir gerne geholfen. Und was ist jetzt gerade passiert? Oder auch nicht? Gib her. Aufmachen. Gib mir das. Was soll das? Ach, vielleicht wollte ich ja gar nicht rein. Ich will gar nicht. Ich gehe jetzt wieder. Adios. Tschüss. Go. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon gleich Nacht. Oh mein Gott. Ich verhungere. Ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Das kann ich mir vorstellen. Okay, da habe ich doch Angst vor Nadeln. Ich nehme an, du hast eine Ausbildung als Arzt. Ja, das sieht man doch gleich, nicht wahr? Du... Hey, ich habe einen total legalen, grundseriösen Job für dich. I don't think. Hey, Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Ich mach gar nichts. Führe die Operation durch. Kein Problem. Gib her. Gib mir alles, was du hast. Hier, nimm. Fast. Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Arbeitest du noch an dem Auftrag? Ich habe keine Ahnung. Wie läuft's mit dem Job? Ich weiß nicht, von was du redest. Hab ich operiert? Braucht jemand noch eine Operation? Du siehst aus, als würdest du eine brauchen. Und das soll jetzt nicht unhöflich gewesen sein. Nicht wahr? Das wird schon wieder. Na, ganz sicher. Vermutlich. Ganz sicher, mein Freund. Allein beim Anblick dieser chirurgischen Instrumente bekomme ich schon Wundstachkrampf. Und mir wird schlecht. Es grünt so grün. Okay, die habe ich schon 10-mal aufgemacht wahrscheinlich. Deswegen. Oh mein Gott! Ein Auftrag für dich! Oh, Claptrack's Geheimversteck. Es gibt geheime Geheimverstecke, die ich nicht entdecken möchte. Untertan, zu mir! Nein! Dein Meister befiehlt es dir! Oh, ja, verfolgst du mich jetzt wieder? No! Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Gut. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Okay. Gib Bescheid, wenn du mit dem Job fertig bist. Ich denke, natürlich. Oh, Scheiße. Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch. Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen.
Okay, gib mir wenigstens. What? Das ist... großartig. Claptraps. Geheimversteck. Kannst du Objekte lagern. Okay. Naja, immerhin. Gut. Danke, Clappy. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um danke. Meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Danke, danke, danke. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Twinken von Items zwischen deinen Charakteren. Was ist cool? Gib mir die Flosse. Was ist das? Hast du dir verdient. High five, Clappy. Hallo? Achso, du bist's. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Geh weg. David, du hast Klamotten hier. Damit er sich wieder besser fühlt. Okay, just a moment. Euch habe 40 Trilliarden Sachen. Sanctuary Blam. Bram, 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 bram. I don't know. Okay. Du musst einen Soldaten namens Roland finden. Okay. Dann passt das. Sind wir glücklich. Nicht wahr, Clappy? Was machst du hier? So. So, für Sachen hier. So. Johnny? Was ist denn? Was ist? Gibt's hier irgendwas? I don't know. I must gehen zu Frost. Wer klopft hier? Überall klopft irgendjemand. Was? Sehr erfreut. Oh mein Gott, lauter Psychos. Ich will raus hier aus dieser Stadt. Könnt ihr mir natürlich was kaufen? Ammo. Und hier ist der Idiot. No. Okay, raus hier. Immerhin war keine Ladesequenz. Meine Güte. Fight back! Join a resistance. Was? Na? Wir werden siegen. Na, selbstverständlich. Level 8 bin ich doch. Alles wunderbar. Level 3 ist aber Dings, das dürfte ja kein Problem sein. Aber wir machen hier konsequenter weiter. Konsequent. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hier kommt die Reise. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.